Weiß doch, dass hier noch eine Gnade war. Nein, da Hier nicht. irgendwo. Beim Sumpf nicht. Natürlich! Natürlich, ja! Ja! Ehre aller, sag mir, dass hier eine Gnade war. Ich weiß, dass hier eine Gnade war irgendwo. Nein. Bei dem umgefallenen Dingbums. Komm, wir müssen weiter. Ich bin Elli. Mann. Niemals glaubt an mir. Wainwell, you're back. So. You know, buy yourself a classic essential. The kit costs about the import. Okay. Darf ich kurz an die Gnade? Ja. Da direkt nein, gab noch eine Gnade am Ufer unter der Ruine. Nee, da direkt da nein, nee, aber es gab eine. So eine Säule und da war irgendwie eine Gnade dazwischen, das weiß ich noch. Jetzt kann ich nicht mehr mit denen reden, weil. Ah. Oh. Oh, neu, danke. So. Okay. Okay. So. Ausrüstung. Haben wir sie? Ach, das ist sogar weniger Gewicht. Bin Page. So. Willst du jetzt den Reiter machen oder was? Haben wir den nicht schon gemacht? Nein, der läuft noch hin und her. Echt? Ja, der goldene Reiter, natürlich. Ah, lol, Tatsache. Ja, lass ihn machen. Ja, so. Wir haben den schon gemacht. So. Das hast du wahrscheinlich alleine gemacht, ja. Wölfe! Macht ihm Nam Nam! Au. Tot. Los, Mimi! Kannst du nicht wieder spawnen? Nee, oder? Nö. Getroffen. I. Benutzt die Axt auf einhändig. Benutzt die Axt auf einhändig. Ich wollte die eigentlich auf beidhändig machen, aber ich glaube, da hat schon wieder alles gewechselt. Aber so geht's natürlich auch. Ich meine, genug Stärke habe ich ja. Ja, jetzt gucke ich dir immer noch zu. Warum? Wie? Du bist immer noch fort? Ja. Keine Ahnung. Geh mal zu der Gnade. Ja? So. So. Njam, njam. Freut dich, komm gleich wieder. Ich geh mir das zu essen und mach das. Moment, ja. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich. Ihr seid gestorben. Wie mache ich das nochmal mit.
Mit zwei Handy. Ich mach's mal falsch. So. Y und rechte Schultertaste. Ja. Also Dreieck und rechte Schultertaste. Jetzt hast du zwei Handy. Mir einfach den Boss weggeaxt. Mit wie mache ich den Special Angriff? Oh, Entschuldigung, dass ich hier schniefe. So. Okay. Are you with me? Are you with me? Ja, bei mir ist es Dreieck und dann Rücktaste. Mhm. Also Schultertaste. So, wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Okay, irgendwie runter. It worked. Bin unten. Ah. Tastaturspieler, ja gut. Da bin ich erstmal Händler. Ja. Inke, hintere Schultertaste, okay. Dann ist es die rechte. Ich kann mit dir nicht reden. Oh Gott. Oh shit. Entschuldigung. Dankeschön. So, die andere Seite, okay. Ist die Höhle. Okay. Hier müssen wir ran. So. Nee, warte. Bon. Aua. Nee, nee. Wir müssen da alleine in die Höhle. Entschuldigung. Ja, warte. Ich hab grad eine Niesattacke. Du musst es mir nicht zweimal sagen. Jetzt krieg ich doch nicht mit. So denn? Du hast doch Discord an. Ja, der Mikrofonempfindlichkeit ist doch, ist glaube ich dann zu falsch eingestellt. Also die Empfindlichkeit dahinter. Nein, ich habe weder Schnupfen noch habe ich eine Allergie. Ich habe eine trockene Nase, Chibi. Aber das sagen wir die ganze Zeit schon. Eigentlich, du bist schon etwas länger hier. Eigentlich schreiben wir das die ganze Zeit, dass es eine trockene Nase ist. Oh. Ah, da ist ja der Rattenmann. Das ist ja Rattenbade. Das war ja das mit dem, ich muss jetzt aus der Hülle was rausholen. Ja. So. Ja. Das ist ein Nähzeug. Ein Nähkästchen. So. Und wir haben sogar extra ein Command dafür, weil die Leute mal fragen. Oh, toll. Upp. Ich bin mindestens 5 Minuten, wie ich gekommen bin, und ich hab's nicht einmal gehört. Was? Schon ewig hier und das nicht einmal gehört? Dabei haben wir sogar richtig, sogar so extra Command. Oh. Abfall. Das war einfach. Ah. Einfach totbomben. Wack. Ja, hallo. Ja, ich glaube, Mimi ist krank. Gebt nochmal 10 Subs, damit Mimi was trinkt und ihr Immunsystem stärkt. Das ist eine gute Idee, Ehre aller. Das ist eine wirklich gute Idee. So. Oh.
Das ist eine gute Idee. Jetzt können wir uns raus zum Eingang teleportieren. Oh, boah. Das ist eine wirklich gute Idee. Der Timer muss hoch, Leute. Der Timer muss hoch. Du musst wieder hoch. So. Dankeschön. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Ingwer-Shots hier. Und wieder runter in die Höhle, ne? Wie, wieder runter? Wieso? Um in die Nadel zu geben. Oh. Den gar nicht wusste. Nee, dann ist es schon desynced, okay. Dann habe ich das schon gemacht. Okay. Und jetzt nochmal rüber. Durch die Höhle. Okay, ich dachte, ich spawne nochmal. Oder. Ist da noch irgendwas? Nö. Also doch, schon, am Ende der Höhle. Ich hol mir die Glühwürmchen. Die Glühwürmel? Die Glühwürmel, hallo, das ist ja auch ein bisschen Runen für mich. Hier wird jede Rune umgedreht. Mhm, richtig. Höhen muss mitnehmen. Jede Rune ist was ganz Wichtiges. Oh. 2 Kilo Fellbälle holen. Eine Hunde oder wie? Nee, 42 Kilo Fellbälle holen. Stell mir so vor, wenn du so Langhaarrassen hast und dann die ganze Zeit am Bürsten bist, kriegst du einfach mal 40 Kilo Fell raus. Einfach sich einen eigenen Pullover damit. Ja, richtig. Das machen ja, also das machen jetzt Leute zwar jetzt nicht mit Pullover, aber die machen dann so kleine Plüschtiere aus dem Fell. Ja, ich habe gesehen, da hat jemand aus den Katzenhaaren einfach die eigene Katze nach ist gestorben. Ist tot. Was hast du gemacht? Ich dachte, da kam man irgendwie rüber und dann war da ein Abgrund. Ja, nee, ich habe ein Video gesehen, da hat jemand aus den eigenen Katzenhaaren, die Katze verliert, hat sie so eine Katzenpuppe 1:1 wie die Katze gemacht. Ja. Und? Ja, das war's schon. Ach so, was ist mit gestorben? Muss ich zu mir teleportieren. Nein, du hast gesagt, die ist gestorben. Nein. Die ist nicht gestorben. Die hat aus den Katzenhaaren die Katze 1:1 nachgemacht. Also so sie sind ja so zusammengestickt. Wie man das so mit Haaren macht, solche Haarfiguren. Ich ja auch. Das machen einige Leute so. Einzig, was halt auch viele machen, ist halt, wenn ihre Tiere sterben, sie auszustopfen. Das ist nicht gruselig. Frage ist, wo waren meine Runen jetzt? Die waren da drüben, hä? So, goldene Rune nehmen wir mal mit. So. Hä? Wie kommt man da rüber? Ach so! Jetzt. Hab doch gesagt, wir bei mir teleportieren. Jetzt sind deine Runen weg. Ja, ist egal, was passiert. Meine eigene Dummheit. Hä? Ich habe gar nichts verstanden. Okay. Aber wieso kann man da nicht. Hä? Konnte man da nicht einfach rübergehen? Nee, deswegen muss man durch den Tunnel. Oh. Okay. Jetzt verstehst du. Ja, Ingwer hat mich halt ein bisschen ziemlich ballerballer gemacht, glaube ich. Ja. Mhm. Jetzt nochmal zurück zur Kirche. Okay. Kirche Eli. Bist du schon fertig damit hier mit dem Ding? Ja, ich wollte nur einfach einen Punkt haben, damit wir halt irgendwann mal zu. Ach so. Machen den okay. Ding. Dass wir einen Buggy brauchen. Okay, so.
Oh. Ist gerade gestorben. So hoch. Was ist denn da los jetzt, Mann? Ich hab's geschafft. Oh, ey. Meine Fresse. Wo willst du denn jetzt hin? Markier es auf der Karte. Kann das ich das sehen bei dir? Nein, kannst du nicht. Ja, aber wo willst du denn jetzt hin? Zu einer Höhle. Oh, dann sag das doch. Ja? Ja, genau. Und ich laufe da wie so eine blöde Irre neben hinter dir her und ja, sterb dabei. Ja, musst du ja auch. Oh, ey. Ich kann davor laufen und dann teleportierst du dich dahin, aber das ist ja langweilig. Deswegen reiß ich damit. Ich mach das doch mal mit anstrengend. Ja, du bist anstrengend. Nein, du bist anstrengend. Anstrengend wäre ich nur, wenn ich jetzt einfach alles vormachen würde und du dich einfach nur teleportierst. Das mache ich ja nicht. So. Du hast 2 Tode verpasst. Von mir. Ab in den Norden. Nicht nach oben. Du, ich konnte meine Map gerade nicht öffnen. Ich musste mich auch erstmal orientieren hier. Mensch. Ja, ich weiß, du willst zu dieser Mine. Das sind sehr viele Schmiedesteine. Ich kenne diese schon. Das ist eine Mine. Minecraft. Oh. Ah. So. Kurz gucken, ja. Okay. Das ist übrigens auch ein Gang, ne? Also, wenn du den Aufzug nutzt. Wenn du den Aufzug nutzt, hast du 2 kleine Höhlen, wo du einfach während des Aufzugs halt springen musst. Habe ich schon links gerade gemacht. Links. Hä? Ich bin nicht in den Aufzug gegangen, ich bin einfach runtergesprungen. An den Seiten. Also du bist quasi jetzt... Hä, du bist doch hier! Ja, ich weiß. Da oben war ja nur eine kleine goldene Rune, mehr nicht. Da ist nichts, was sich lohnt. Seht ihr Bescheid aber gesagt? Aber Runen sind Runen. Der Timer stirbt nie, ja. Sag das nicht so schnell. Wir sind schon wieder bei 1 Stunde 40. Ihre Alle hat nur ein bisschen geholfen, indem er mein Immunsystem stärkt, aber dafür brennt jetzt mein Auge. Nicht da lang. Erstmal hier alles holen. Da ist ein Arbeiter. Wie der Stein. Ist der leckere Stein. Miede Stein. Ich mag den Stein. Wie gesagt, alle 10 Subs. Alle 10 Subs trinke ich einen Ingwer-Shot. Das heißt, bei 1930 Subs trinke ich nur einen. Ratten. Du musst das Zeug trinken und nicht ins Auge kippen. Ja, aber es brennt doch trotzdem, wenn du es trinkst. Mir schießen ja die Tränen in die Augen, wenn ich das trinke. Und nein, ich bin dagegen nicht allergisch, das wüsste ich. Das hättest du schon längst gemerkt. Das hätte ich schon längst gemerkt, ja. Du willst da runterspringen. Schnell hintereinander trinkt. Oh. Na, es geht ja noch. Das sind ja kleine Shots, ne? Bonk. Immer oh. Steinbereste. Ui.
Was ist dann die nächstbeste Axt nach der Boss-Axt? Ist jetzt gerade runtergerollt? Ja, bist du. Am Rand. Aber hier musst du springen. Normal springen reicht. Da ist Boss. Weiß ich nicht, kann sein. Doch, da ist ein Boss. Das weiß ich. Aber den habe ich schon gemacht. Riese. Oh, hier ist noch ein Spielstein an der Seite. Wo? In der Ecke. Okay. Jetzt so ein Loch im Bauch. Einfach weggeaxt. Weggehämmert. How to speedrun. Ja, links dann um die Ecke. Also hier durch die Tür und dann links. Also da weiter. Da. So. Ich habe keine Ahnung, ich spiele nie mit normalen Äxten. Ich weiß, in der Kanalisation der Hauptstadt kann ein Gegner eine gute Axt droppen. So, okay. Tunnel, Tunnel von... Ja, kannst du dich raus teleportieren. Hä, was ist passiert? Was hast du gesagt gerade? Du kannst dich raus teleportieren. Ja, du hast gerade so komisch gestöhnt, gegähnt. Ich habe mich gestreckt, ja. So. Ich dachte, irgendjemand folgt dir gerade auf Twitch. So. Okay. Wohin jetzt? Der Fluss entlang nach oben. Fluss entlang nach oben? Mhm, in den Kartenbereich, wo wir nicht, noch keine Karte haben. Ja, okay. Würde ich jetzt sagen. Oder wir können auch immer nach unten in den Fluss gehen. Also der Fluss da oben, wenn wir da hingehen, dann ist das eine Gruft, eine Katakombe. Mhm. Ja, lass mir nach unten. Gut, gut, Lade. Schön, das ist Twitch. Dankeschön für die Stufe 1 Sub. Yay, du kriegst auch Subs, juhu. Mhm. Nur dass Takaru keinen Timer hat. Aber der wird irgendwie nicht angezeigt. So, mal gucken. Ich glaube, hier war auch noch irgendwo so eine Höhle, wo ein Tunnel, wo man rein kann, so kleiner. Ja, hier. Besiegen. Hallo, das sind Runen. Du kannst ja nicht einfach die Runen einfach so da liegen lassen. Okay. Auch wenn das nur 23 Runen sind. Runen sind Runen. Irgendwie ist es gerade bei mir heute wieder alles kaputt. Ah, jetzt kommt der. Oh. Hallo Freunde, ich bin wieder da. Gab's in der Zwischenzeit Shots? Ich weiß gar nicht, ob du das noch mitbekommen hast. Ihre alle hat sich um meine Gesundheit gesorgt. Hatten. Wie gesagt, ist nicht mehr viel bis zu 2000. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir erstmal Artwork Release. So, jetzt die Tür. Und dann habe ich euch noch was zu erzählen. Oh nein. Oh, ich glaube, es passiert nichts. Es funktioniert nicht. Nee. Nee. Ja, schade. Ja. Nee, die funktionieren nicht im Koop. Leider. Aber ich weiß, wo wir hingekommen wären. Das war, glaube ich, die Höhle, wo du dich... Ja, ja. Diese ganz eklige Kristallhöhle teleportiert. Ja, ja, genau die. Ich muss mit meiner Mutter Wassermeloneis machen. Was heißt dir, du musst? Also, ist doch schön, dass du was mit deiner Mama machst, oder? Vielleicht, weiß nicht, vielleicht. Ich,
Weil ich würde mich voll freuen, mit meiner Mama Wassermelone Eis zu machen. Also meine Mama und ich sind ja auch irgendwie Best Friends. Hey, du kleine dreckige Drecksau. Da lang. Gehst du jetzt auch zurück zu der Krabbe? Nein, unter der Brücke. Lang. Oh, Gute, was geht? Geht's? Ich sag Dankeschön. Dankeschön. Ey, viel Spaß. Bring mir welche mit. Ich will auch. Da kommen gleich welche runter. Nö. Doch. Nö. Sag ich doch. Nö. So. Wollt doch auch gerade Bomben machen. Was er macht? Meine Fresse. Ja, jetzt. Moment, steht auf. Jetzt nicht mehr. Oder What's that? What's that, brother? Okay. So. Okay. Okay. Oh oh. Ja. NPC. Ja. Der droppt einen Blutungsdolch. Mhm. Reduriger, was ich halt benutzt habe die ganze Zeit vorher. So, und hier ist die Höhle. Hä? Nee, falsch rum gehst du. Ja, wieso? War denn nicht hier eine Katakombe? Ich stehe doch gerade vor der Höhle. War hier nicht noch was? Ja, da gehen wir auch gleich hin. Eins nach dem anderen. Ich wünschte, das wäre ich. Ach so, mit dem Invasion. Der war doch Pipifax. Oh Mann. Trübflusshöhle, warte, ich will auch noch mal. Ja. Die ist ja automatisch für dich gesinkt. Ja, aber ich will ja auch meine Tränke holen. Oh. Was glaubst du, wieso ich mich an die Gnade setze? Nicht um dich zu ärgern. Okay. Oh. Ach, jetzt. Meine Axt habe ich abgelegt. Hast du jetzt einen Dolch ausgewählt? Nein, ich habe meine Axt nur abgelegt. Das hört doch zu. Hm. Und euch. Cool. Oh. Was? Wie was? Wir haben nur einen Dolch gefunden. Hä? Ja. Oder ja. Wegen hör doch zu. Ne, ich habe noch nichts gesagt. Nein, Ehre aller schreibt was. Im Chat. Ich lese nebenbei noch meinen Chat, weißt du? Was fällt? Das war nix. Da war gerade ein Invade bei euch drin? Ja, ganz kurz drin, aber ist wieder raus. Oh, okay. Habe ich gar nicht gesehen. Ist mir jemand gerade gefolgt? Habe ich das gerade überhört? Hier ist ein Boss. Ah, das war der Boss. Wir dürfen ihn nicht töten. Ah ja, stimmt. Das war dieser NPC, ne? Genau. Ich muss wieder snipen.
Also Schaden darf man den schon machen, ja, aber nicht töten. Genau. Also der wird sich ja irgendwann hinkriegen, glaube ich, und sich ergeben. Ja. Sonst hau ich noch versehentlich drauf und dann ist er tot. Ja, ich kenne den, genau. Ja. Mhm, genau. Patches, ja, den kenne ich doch. Kannst du mit ihm reden? Ja, oder kannst du mit ihm reden? Ja, nein? Ja, ich kann mit dem reden. Okay, weil ich kann mit dem nicht reden. Und vergessen. Okay. Patches wollte ich auch nicht töten. So, fertig. Okay, dann mal hier zu Trupp. Flusshöhle. Ich kann nicht teleportieren. Nicht? Mit der Karte? Nein, ich komme nicht auf die Karte. Kannst nicht. Jetzt komme ich auf die Karte. Weil du hast dich teleportiert, deswegen konnte ich nichts machen. Ach so. Ihre alle will uns wegsnipen. Ja, soll er doch. Mann. Ein guter PvPler. Geh hoch. Jetzt können wir zu den Katakomben. So. Let's go. So, der Timer, er muss hoch. Wenn ihr den auf 2 Stunden schafft, dann spielen wir noch weiter Elden Ring. Wenn er unter 1 Stunde kommt, dann hier, ne? Dann wechsle ich das Programm. Here we go. Guter Deal, oder? Hm? Ist doch ein guter Deal. Ich habe nicht zugehört. Ich habe auch nicht mit dir geredet. Weil, dass du mir nicht zuhörst, war irgendwie abzusehen. Oh, wie nett er ist. Seht ihr, wie nett er zu mir ist? Und ich lobe ihn die ganze Zeit. Jetzt ist er tot. Jetzt ist sie dead. Und jetzt hier lang. Keine Sorge, muss erst den Mod runterladen, so schnell kann ich euch leider nicht abfangen. Oh. Oh. Ja, einfach drauf, Hommen. Also wie gesagt, über 1 Stunde länger Elden Ring und unter 1 Stunde ändere ich das Programm. Mhm. Easy. Mal hinsetzen. Es ist so ein Struggle zu versuchen, mit links zu schreiben als Rechtshänder. Warum machst du das? Hang. So. Grablilie. Vielleicht kommt doch so ein Viech. Geradeaus, Vorsicht, links und rechts, ne? Oh. Ja.
Über der Falle. Über die Falle. Habe ich nicht gesehen. So. Hier ist ein Hebel. Den ziehe ich jetzt einfach mal. Na, jetzt ist der Bossraum auf. So, Vorsicht, Falle. Nicht drauf treten. Mhm. Hm. Ich habe so einen Pfeil. Ich habe so einen Pfeil im Knie. Vorsicht, Falle. Ja. Hallo, Master Yoda. Hallo. Ab zum Boss. Boss hier Raum. Ich habe oft das Problem, dass meine Hände, Handgelenke wehtun, wenn ich die zu sehr anstrenge. Leider ist ein paar Stunden Schreiben schon zu viel. Warst du deswegen schon beim Arzt? Also es gibt es gibt hier Schienen für dich, also so Handschienen. Jetzt die Frage, ob du ergonomisch am PC sitzt. Was ja ein er will ja Abitur schreiben und nach ein bisschen Schreiben tut ihm das halt weh. Deswegen habe ich gesagt, es gibt so eine Schiene. Aber ich glaube, jetzt seine Hand darauf zu trainieren, dass man links schreibt, ist glaube ich gar nicht so gesund. Sehenscheinend. Das ist nur vielleicht. Ja. Aber es gibt halt Schienen, die so ein bisschen das Handgelenk entlasten. Mhm. So, ja, nicht Handschuhe, wie heißt das? Ja, wirklich so eine Schiene. Ich hab eine. Die hat Takuro zum Beispiel eine. Ich hab zu viel Age of Empires gespielt. Das ist kein Witz. Ja, einfach den ganzen Tag, mehrere Tage hintereinander einfach nur Age of Empires gespielt. Ja, hast du den Link zu der Schiene? Es gibt verschiedene. Die Sache ist, die Schiene, die ich habe, die kann bei ihm nicht passen. Das ist einfach nach einer Sehenscheinschiene. Da gibt es so viele. Muss man nur aussuchen, wie groß man die haben möchte, wie bequem sie sein soll. Ist von bis. Ich habe mir zumindest eine sehr, sehr einfache genommen. Eine kleine, die aus Stoff ist. Effektiver ist natürlich eine, die natürlich deutlich fester ist und mehr über den Arm geht. Mal gucken. Bei sowas aber lieber in der Regel mal zum Arzt gehen und der sagt einem, welcher am besten wäre. Ja. Ich habe jetzt mir noch eine kleine geholt und wäre es nicht besser geworden, wäre ich zum Arzt gegangen. Mann, was dann doch sicher so zu einem Sanitätshaus oder zu einem Arzt gehen für sowas? Ja, ich denke auch, weil das ist auch so. Also, es klingt mir halt eher so, ja, ich hab dann Probleme und dann tut's weh und deswegen will ich jetzt woanders noch. So. Also, wie gesagt, ich gehe lieber zum Arzt, deswegen, wenn du es besser haben möchtest. Ich habe eine zum Test gekauft und die hat geholfen. Alleine wenn du sagst, dass, nach ein paar Stunden Schreiben schon deine Hand jetzt Probleme hat, dann kann der Arzt sogar ausstellen, dass du halt, keine Ahnung, mehr Zeit benötigst, ne, sodass du deine Hand ausruhen kannst. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass du da zumindest wegen Abitur und so, quasi so ein bisschen Hilfe kriegst. Weißt du, was ich meine? Anstatt, dass du dich jetzt quälst und sagst, oh, ich muss jetzt mit links schreiben. Stell dir mal vor, das funktioniert dann nicht. Oder du bist dann unkonzentriert, weil dann kommt ja noch die Angst dazu, Prüfungsangst. Ne? So. Ich möchte kurz nach Kalid rein. Mhm. Einfach nur um mir die Karte zu holen. Hallo Lars. Okay. Hallo Lars. Bosse besiegen. Hier, Monster besiegen. Sehe ich jetzt alles, was auf dem Weg ist, besiegen? Ich will Rune haben. Ja, muss dann schauen. Leider ist der Typ, der in unserer Schule für solche Sachen zuständig ist, leider sehr ableistisch. Ableistisch, meinst du? Dann gehst du einfach zum Arzt und lass es dir bescheinigen. Punkt. Dann kann er machen, was er will.
Und wenn er, wenn er, und sonst gehst du zur Schulleitung damit. Und da nicht, da nichts hilft, dann verklagen. Ja. Dann, dann zeigst du, dass du Klagen. Deutsch bist. Let them show you are German. Hier sind Bären. Willst du die Bären noch fighten? Nein. Achso, die willst du nicht fighten. Nein, nein, die will ich nicht fighten. Okay. So. Danke. Hier, hier liegt noch ein Handbuch, ne? Neben dem Bären. Mhm. Jetzt hier lang. Ja, das Ding ist, dass halt zum Beispiel eine Freundin von mir eine schwere Muskelkrankheit hat, trotzdem schlechte Noten bekommt, weil sie den Sport nicht mitmacht. Tschüss. Was meinte ich bezüglich diesem Dude? Aber was hat denn der... Hat der Dude quasi jetzt auch was mit dem Sportunterricht zu tun, oder? Ich verstehe das gerade nicht. Lars, wie geht's dir? Wenn sie eine Muskelkrankheit hat, dann muss sie das halt auch halt bescheinigen. Sie hat ja so einen Attest quasi oder hat eine Diagnose. Hier runterspringen. Na. Ja. Ganz gut, das freut mir. Weil sie jetzt erst... Ja? Das erste, was ich hier unten war, dachte ich so, Alter, sieht es nice aus. Ja, dann soll sich die Freundin aber auch mal beschweren. Dass sie schlechte Noten... Soll sie halt zu ihrer, Was? Nö, muss ja trotzdem mitmachen, sonst wäre es ja unfair. Sie halt zu ihren Eltern und die sollen sich beschweren. Na, da. Rise up. Ja, rise the timer. Rise up. Rise the... Geschmolzener Pilz. So. Wollen wir den Weg? Wir machen irgendwo hier die Karte. Hier sind goldene Runen übrigens. Da ist die goldene Runen. Bam. Ja, sehr fucked up. Nach mehreren Drohungen und den anzuklagen, ist halt für meine Freundin was Kurzes rausgekommen. Für selber einfach schauen müssen. Ja, na klar, wenn er schon angeklagt wurde. Wenn da, wenn der danach nichts davon gelernt hat, dann weiß ich auch nicht. Da oben liegt ein Item, da kommen wir nicht dran. War auch irgendwie so ein Gold-Tausendfüßler. Ja. Hey. Bam 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 badam bam bam. Wir sind ganz viele Gegner. Ja. Sehr lernresistent. Ja. Und das als Lehrer. Gleich tot? Auch gleich tot. Heulen. Zack. Geht doch. Na, geht doch. Dann geh doch zu Penny. Jetzt zu Netto. Das heißt Netto. So. Bong till the death. Till the death. Let's bonk till the death. Noch was? Noch ein bisschen Herbs.
Herbs. Herbs. Ja. Herbs. Regenbogensteine. Da ist noch was, da habe ich was vergessen aufzuheben. Aha. Loot. Ganz viel Loot. Schmiedestein. Yes, du musst einen neuen Charakter machen. Ah, hätten wir dir auch vorher sagen müssen. Können. Habe ich aber auch gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, wie von irgendwo. Ach, hier ist was. Hier ist noch was geleuchtet? Ja, hier. Nee, das war der schmolzende Pilz. So. Irgendwo gegen rollen? Ja, ich wollte noch die Postkarten verlosen. Deswegen sage ich ja, wenn der Timer noch über eine Stunde ist, dann werde ich quasi noch mit ihm spielen. Wenn er quasi über eine Stunde kommt, je mehr jetzt doch auf den Timer kommt, desto länger spiele ich noch mit ihm. Und sobald es noch auf über, also sobald es unter eine Stunde kommt, dann verlose ich die Postkarten. Hätte aber ehrlich gesagt jetzt beim nächsten Savepoint eigentlich erstmal eine Elden Ring Pause gemacht. Okay. Damit du dann noch gut was machen kannst, Just Chatting technisch oder was auch immer. Oder genau, oder so, je nachdem. Ich bin hier beim Aufzug. Wenn du selber eine Pause machen willst, okay. Hab ich nichts gesagt. Langsam, aber sicher. Schade, ich bin ja auch, ich bin ja schnell, aber auch in 23 Minuten einzuholen wird schwierig. Alles gut. Dann? Na, es gibt einen Trick, wie du deinen Charakter auch prinzipiell rübernehmen kannst. Weiß nicht. In den Save-Dateien ist nämlich dein Charakter eigentlich drin. Und dann musst du dir deine Daten kopieren und die Dateiendung ändern. Dann hast du deinen Charakter drüben. So, okay. Ich hasse diese Steinviecher mit den, ja, ne? Ich weiß, was du meinst. Wo bist du? Hier beim Aufzug, die Treppen hoch. So. Okay. Na. Nein. Ich dachte, du bist gestorben. Nein. Ich glaube, das ist die Karte. Nein, oder? Egal, hier ist unten was. Bisschen Leber. Du bist da unten. Und hier lang. Ja, hier lang. Hier ist ein Item. Ich habe genau 9999 Seelen. Oh oh. Hier ist jemand, der uns überfällt. Ja. Doch nicht. Doch schon. Ja. Oh oh. Der hat sich aber gerade erstmal komplett hochgebufft.
Ja, mach dich lauer. Ja, ich kann nichts machen, wenn er in der Animation ist. Runter. Ja, stopp. Nee, ich lebe noch. Ich lebe noch. Oleg? Nein. Wer rennt wieder ab, ne? Ja, Nachteil ist bei dem, der ist schneller als wir. Immer denke ich, dass ich ihn treffe und dann doch nicht. So, aber ein bisschen getroffen habe ich den auch noch. Nein. Scheiße. Schaden, der mir macht teilweise. Ja, das Spiel hat auch die ganze Zeit. Weißt du, ignorieren einfach. Okay. Okay. Und dann. Lass ihn angreifen. Renn ihn nicht hinterher. Ja. Schade. Er hat voll Fokus auf mich gesetzt. Keine Lust. Der wird jetzt hinterher rennen die ganze Zeit. Ist mir egal. Ich werf mit Wurfmesser. Bei mir lädt einfach die halbe Map nicht. Ja. Da wollen wir. Wohnen. Jo, kannst du wiederholen. Ach du Scheiße, wir sind ultra weit zurück. Also ich bin. Hä? Achso. Ja, komm, lass uns zurück hinrennen. Ja. Renn einfach durch. Sonst dauert es ewig, bis wir da sind. Die hauen ins Nichts, schuppdidu, die hauen ins Nichts, dupdidu. Wir hören Spieler, Dovak. Ah.
vergessen ihn. Also ich kann auch die Invader beim nächsten Mal ausmachen, dann kommen keine Spieler, dann haben wir einfach unsere Ruhe hier. Wird das ausmachen nächstes Mal? Ja, jetzt ist es eh schon an. Jetzt ist es ja, beim nächsten Mal. Ich meine, beim nächsten Mal neu starten im Spiel. Ich wollte eigentlich speichern und ja. Ja. Dann müssen wir deine Ruhe eben noch holen. Der ganz hinten sind. Weil gleich ist der Timer wieder unter eine Stunde. Ja, haben wir gleich. Hier ist eine Gnade, du holst dann eben kurz deine Ruhen. Und dann machen wir aus. Hast du? Ja.